Herzlich willkommen. Wir sind heute bei der Vivid Show Weltpremiere im Friedrichstadtpalast Berlin. Wir schauen mal für Sie, welche Stars und Sternchen heute vorbeikommen. Ein wahnsinnsroter Teppich. Sogar der Veranstalter ist in Zeitdruck gekommen. Wie fanden Sie denn die erste Hälfte von dem Theaterstück bis jetzt? Also großartig, wie man es vom Friedrichstadtpalast gewohnt ist. Ganz, ganz tolle Kostüme, fantastisches Licht, tolle Musik, großartige Tänzerin. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht und war jetzt schon total gefesselt. Und was erhoffen Sie sich denn von der zweiten Hälfte? Also tatsächlich unter uns gesagt, erhoffe ich mir noch mehr von diesem wunderschönen Reigen, den Bekannten vom Friedrichstadtpalast, den man ja kennt, wenn die TänzerInnen so schön vorne alle im Gleichschritt nochmal diesen wunderbaren Tanz machen. Das ist immer wieder beeindruckend und für mich sehr, sehr fesselnd. Das hat eine Professionalität, einen Charme im Detail, eine Ballettkompanie, die sogar auf der Spitze so professionell tanzt, wie ich glaube, es keine zweite Revue-Tanzkompanie auf der Welt gibt. Die Regie, die Dramaturgie, das ist so stimmig und es ist so viel mit Gefühl und Herz und Liebe zum Allen gemacht. Ich bin jetzt schon begeistert. Ich weiß nicht, wie es noch besser werden soll. Und wie erwarten Sie sich dann jetzt noch die zweite Hälfte? Ja, ich glaube und ich hoffe, dass Sie in diesem Charakter, in diesem Stil weitergehen, weil das so herzerwärmend ist und so erfrischend ist und mit so viel Fantasie und Geschmack, dass für mich kaum noch ein Wunsch offen bleibt, als einfach zu sagen, weiter so. Also ich glaube, es ist die sechste Show, oder so, die ich bisher gesehen habe. Das ist die beste. Also ich frage mich, wie Sie die zweite Hälfte toppen wollen, weil ich bin echt wirklich begeistert. Also ganz großartig. Was erhoffen Sie sich denn jetzt noch in der zweiten Hälfte? Ich muss sagen, ich habe den Trailer nur halb gesehen. Insofern, ich weiß gar nicht, ich sage ja, ich weiß nicht, womit Sie es toppen wollen, weil die Girl-Reihe war jetzt schon da mit den leuchtenden Helmen. Insofern, aber... ich lasse mich überraschen und das ist ja das Schöne, die nehmen einen ja wirklich mit auf eine Reise in allen Dimensionen. Wie fanden Sie denn die erste Hälfte vom Theaterstück bis jetzt? Wir waren sehr begeistert, es waren ganz tolle Kostüme, gerade diese Dschungelszene hat uns gefallen, es ist sehr märchenhaft, man wird in eine ganz andere Welt entführt und wir sind sehr gespannt, wie man das jetzt im zweiten Teil noch toppen möchte. Ja, was erhoffen Sie sich denn dann noch vom zweiten Teil? Ich würde sagen, dass vielleicht die Musik noch ein bisschen kraftvoller ist. Ich warte immer auf das natürlich Wasserbecken, das ist so mein persönliches Highlight. Bin ich gespannt, ob es noch gezeigt wird. Und dann hoffe ich mal, dass das alles noch an Erfüllung geht, nicht wahr? Ja, vielen Dank. Ja. Viel Spaß. Ja.